Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kochkurs Seruim. Ich möchte auch alle herzlich begrüßen, die auf Jolmedia TV sich diesen Kochkurs dann später einmal ansehen werden. Und euch natürlich, die ihr heute hierher gekommen seid. Und wir freuen uns, dass wir wiederum eine kompetente Vorköchin einladen konnten. Die Esther Bieling ist uns ja keine Unbekannte, hat hier auch schon einen Seruim-Kochkurs mit Kochkunst bei uns gemacht. Wir werden ein besonderes Thema haben. Es wird um glutenfreies Essen gehen. Ein Thema, das in der kürzlichen Vergangenheit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, weil immer mehr Menschen Unverträglichkeiten haben auf Gluten und stellvertretend für viele andere Unverträglichkeiten, denke ich, ein wichtiges Thema, sich nicht nur mit Rezepten auseinanderzusetzen, sondern auch zu überlegen, wie gehe ich prinzipiell um in meiner Ernährung, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr essen kann und eingeschränkt bin. Und ich habe lange überlegt, wir fangen immer mit einem Bibeltext an. Welchen Bibeltext sucht man raus für glutenfreies Essen? Es ist wahrscheinlich keine Überraschung, dass das Wort Gluten in der Bibel nicht vorkommt. Und da habe ich gedacht, es gibt aber zumindest eine geistliche Lehre, die wir daraus ziehen können, wenn ich mich einschränken muss. Ja? Und Einschränkungen beim Essen sind besonders schlimm. Ja? Wenn man nicht mehr das essen kann, was man so gerne isst, ja? Dann hadert man vielleicht mit Gott und man kämpft mit Gott und sagt, ja, warum ist das jetzt so? Ja, so ist es auch dem Apostel Paulus gegangen. Der hatte kein Problem mit dem Essen, sondern mit dem Sehen, aber es ist vielleicht ganz ähnlich. Und Gott hat ihm folgende Antwort gegeben. Er sagt hier in 2. Korinther 12 und dort Vers 9, er hat zu mir gesagt, also Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wir werden heute auch sehen, dass manchmal unsere schwächsten Momente unsere stärksten Momente sind und dass manchmal Krankheiten gar nicht so schlecht sind, wie wir erst gedacht haben. Und aber dazu möchte ich jetzt dich einladen, Esther, dass du uns mehr dazu erzählst. Also herzlich willkommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute über glutenfreies Essen mit uns sprechen möchtest? Es gibt immer wieder Menschen, die mich anrufen oder befragen, warum glutenfrei und was die Hintergründe sind. Und vor allen Dingen ist man in solchen Situationen hilflos, weil wir fast in jedem Essen irgendetwas mit Gluten haben. Ja. Und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und für mich war es interessant, diese Ergebnisse zu bekommen, die ich heute euch weitergebe. Und du hast gesagt, bevor du uns einfach nur Rezepte zeigst und man nehme das, man nehme jenes, willst du erstmal ein paar Minuten uns eine gründliche Einführung geben, überhaupt in das Thema? Und die Rezepte danach werden dann quasi nur eine Anwendung sein von den Prinzipien, die du jetzt mit uns teilen möchtest. Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, also was ist eigentlich Gluten und warum kommt es dazu, dass Menschen vielleicht auf Gluten dann allergisch sind und dann glutenfrei sich ernähren müssen? Also die Ursache ist eine stille Entzündung im Darm. Okay. Und zuerst, wenn es nur eine leichte Entzündung ist, dann kann man die durch eine Ernährungsumstellung ganz schnell in den Griff bekommen. Okay. Und es heilt dann auch ab und der Körper kann dann mit einiger Zeit auch wieder alles essen. Aber dann kommt es auch dazu, dass es bei manchen Menschen sehr ausgeprägt ist. Und dort ist es dann schon so, dass allerkleinste Mengen Spuren von Gluten schon Auslöser sein können. Okay. Und dann gibt es auch Leute, die haben überhaupt keine Probleme mit Gluten, die merken das nicht, aber es ist untersucht worden und die wissen, dass wenn sie Gluten essen, dass es Schäden an den Darmzotten anrichtet. Okay, ohne dass man es direkt äußerlich merkt. Ja, richtig. Woran kann man dann erkennen, dass es so eine leichte Entzündung ist, wo man das noch durch Umstellung ändern könnte? Das kommt wahrscheinlich darauf an, dass man es früh erkennt. Man hat Blähungen, man hat Unverträglichkeiten, man hat Kopfweh, das ist von Mensch zu Mensch eigentlich verschieden, aber man merkt auf jeden Fall so viel, dass etwas nicht in Ordnung ist. Man fühlt sich unwohl nach dem Essen, mal Durchfall, das ist das Häufigste. Okay. Und vor allen Dingen haben das jetzt auch immer mehr Säuglinge. Tatsächlich? Ja, und man rät, dass egal, ob man den Verdacht hat oder nicht, dass man das erste Jahr das Kind glutenfrei ernähren soll. Oh, tatsächlich. Ja. Und was in Verbindung mit glutenfrei sehr engen Zusammenhang steht, das ist eine Laktose-
Intoleranz und ja. Fettintoleranz. Das heißt, wenn man sich umstellt oder einen Verdacht hätte, dann wäre es gut, ganz strikt 3 Wochen sich an eine glutenfreie, fettfreie und milch-, tierisch-, Laktose. Eiweißfreie Ernährung, um einfach deinen Körper in zur Sprache kommen zu lassen, ob das wirklich das ist, was dem Körper Probleme macht. Das klingt spannend. Manch einer Zuschauer fragt sich vielleicht, also wenn ich weder Gluten noch Laktose noch Fett esse, was soll ich überhaupt essen? Ja, ja, und das wird unsere nachher Herausforderung sein, dass genau. es gar nicht so schlimm ist. Super. Also du wolltest noch einige grundsätzliche Dinge sagen zu dieser Ernährungsweise, ja. oder? Die eine Möglichkeit ist, dass es diese Ursache sehr schnell behoben wird und dann hätte man auch ja. gar keine Probleme und fühlt sich auch wieder wohl. Man weiß, wie weit man sich aus dem Fenster lehnen kann. Aber wenn man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und meint, selber alles in die Hand nehmen zu können, kann sein, dass es zu einer sehr schweren Glutenunverträglichkeit kommt. Und vor allen Dingen ist Glutenzöliakie eine Autoimmunerkrankung okay. und sie steht nie allein als Krankheit. Entweder ist Diabetes mit im Bunde oder Krebs mit im Bunde. Irgendeine Krankheit macht damit noch. Okay. Also das sind praktisch Geschwister. Dann kann es zum Gewichtsverlust, das ist auch ein deutliches Zeichen sein, dass man merkt, dass was nicht in Ordnung ist. Dann kann eine durchlässige Schleimhaut und auch Hautprobleme die Folge sein, wenn man das nicht in den Griff bekommt. Also okay. das heißt, wenn diese Autoimmunerkrankung der Zöliakie nicht bewältigt wird, dann kommt die nächste ganz sicher dazu. Okay. Und dann wird es immer katastrophaler. Ja, das ist und wie so ein Teufelskreis, dass ich das dann... Und zum Schluss kann man wirklich nur noch Reisschleim essen. Oder, ja, dann wird es wirklich dubios, bis man den Körper ja. wieder so weit in Ruhe gebracht hat, dass man wieder ein normaler Mensch sein kann. Okay, um das zu verhindern, wollen wir uns Gedanken machen, wie man ja. frühzeitig da einschreiten ja. kann. Die Ursachen, die häufigste Ursache von Zöliakie ist Stress okay. und seelische Probleme. Das heißt, jetzt gar nicht so sehr was auf der rein substanziellen Ebene zu tun, sondern mehr mit der Psyche. Ja, auch. Richtig. Das heißt, unsere Einstellung zum Leben ist eigentlich das, was uns krank macht oder gesund macht. Hm. Und wir haben die Möglichkeit, unsere, wie sagt man, Sensibilität zu euphorisieren oder aber wir können unsere coole Art in euphorisieren, dass uns nicht, wenn andere Probleme haben, dass wir uns ein Problem machen. Ja. Und ich habe jetzt letzte Woche so eine goldige Geschichte gehört. Da hat eine Frau Krebs bekommen und sie war im Endstadium und sie wusste, sie ist am Ende. Aber sie hat Probleme gehabt, sie hat ein großes Vermögen gehabt, sie hat keine Kinder gehabt. Und ja, dann kam eines Tages ihr Partner nach Hause und brachte eine junge Dame mit und sagt, dass du in Zukunft dir keine Angst machen musst, wenn du gestorben bist. Ich und die neue Freundin, wir werden uns um dein Vermögen kümmern. Und ihr werdet es nicht glauben, innerhalb von kurzer Zeit war die Frau gesund. Tatsächlich? Ja, sie ist nicht gestorben an Krebs. Das heißt, der Körper und wir selber haben unheimlich viel Potenzial in uns, was wir zulassen an negativen oder positiven Gedanken. Und die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und dieser Text, den du gewählt hast, den finde ich super für dieses Thema, weil egal, was um uns herum geschieht, wie ungerecht und wie unfreundlich oder wie was auch immer, das ist das Problem des anderen. Ja. Aber wir haben einen großen Gott im Himmel und der ist der Richter und der macht es ganz wunderbar. Ja. Also wir können die Welt nicht verändern, aber wir können unsere Einstellung zur Welt mit Gottes Hilfe so adjustieren, dass wir wirklich uns nicht überrumpeln lassen von den Schwierigkeiten dieser Welt. Ja, und bei Gott heißt die Medizin Geduld. Du musst einfach alles stehen lassen. Ja, das ist wahr. Jetzt gibt es noch andere Dinge, die du sagst, die wichtig sind, wenn man sich allgemein mit dem Thema befasst? Also einmal ist es eine Allergie, eine Weizenallergie kann das als Ursache sein. Und einmal kann es die Autoimmunerkrankung sein. Und einmal kann es eine einfache Glutenunverträglichkeit sein. Das ist dann also von Typ zu Typ verschieden. Aber also nur ganz kurz, es gibt also verschiedene Arten von Gluten. Ja. Okay. Ja, richtig. Aber je gewaltiger der Körper spricht, desto sicherer ist, dass man es ganz sachlich und fachlich untersucht. Ja. Dass man dann
was in der Hand hat, wo man dann einfach sagen kann, ich habe das oder ich habe nichts. Aber Fakt ist, dass mehr als man glaubt, gar keine Glutenunverträglichkeit haben. Das ist so eine Art Eigendiagnose und man baut einen Stein übers andere. Ja. Und in Wirklichkeit, wenn die sich freuen würden, dann hätten die gar kein Problem. Also du redest dann auch wirklich auch mal zu einer richtig tatsächlichen fachlichen Diagnose und nicht einfach nur sich selbst zu behandeln. Ja. Man macht sich nämlich bei dem Thema krank und man wird immer kränker. Und dabei, wenn man sich jetzt zum Beispiel 3 Wochen einfach mal von Obst und Gemüse und Kartoffeln würde ernähren, ohne jetzt an Gluten zu denken, dann könnte man glücklich sein, ohne zu suchen, was ist jetzt glutenfrei und was nicht. Und man würde innerlich gelassener sein. Ja, okay. Und was auch wichtig ist bei dieser Krankheit, ist, dass es ein Ergebnis ist unserer Zivilisation, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Und weil wir zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, haben wir einen kranken Darm. In dem Moment, wenn wir jetzt auf Rohkost und Vollkorn umstellen, dass der Körper genügend Ballaststoffe bekommt, dann kommt ein ganz anderes Darmmilieu. Ja. Also zur Heilung ist immer sehr gut, erstmal auf Rohkost zu gehen, weil jeder gute Kompost wird nicht gut, weil er gekochtes reinkommt, sondern weil rohe Nahrung kommt. Ja. Und wenn wir neue Darmflora wollen, ist es einfach so, dass das Rohe das Beste ist. Nur wenn man dann Unverträglichkeitserscheinungen und Blähungen bekommt, weil man zu viel roh isst, dann ist eine sehr gute Ausgleich, dass man Holzkohle zu sich nimmt. Okay. Und das, dann wird der Körper besser mit fertig. Wir haben ja von dir auf Julmedia auch Vorträge zu dem Thema Holzkohle und Wasseranwendung und solche Dinge. Genau, kann dann der Interessierte sich dazu auch noch weiter informieren? Also was auch ein ganz wesentlicher Faktor ist bei dieser Erkrankung oder bei jeder Erkrankung eigentlich, ist das der Begriff Ordnung. Okay. Also wenn ein Mensch in Unordnung lebt, dann ist er auch ungeordnet in seinem Kopf und dann ist auch sein Körper in Unordnung. Ja. Und in dem Moment, wenn wir wieder anfangen, eine Struktur in unser Leben, feste Mahlzeiten zu haben, zu klaren Uhrzeiten, dass wir nicht ständig naschen am Essen sind, sondern dass wir 2 Mahlzeiten haben. Und es hat sich in der Praxis erwiesen, dass bei einer aktuellen Entzündung im Darm es die beste Medizin ist, abends gar nichts zu essen, sondern dass einfach der Darm zur Ruhe kommt und abheilen kann. Das heißt, im Grunde genommen hat es ja viel eigentlich auch mit Lebensstil zu tun, mit der Einstellung im Leben, im Alltag. Was auch sehr wichtig ist, langsam zu essen, gut zu kauen, dass der Körper wirklich das aufnehmen kann. Und was Voraussetzung ist, um gut zu kauen, ist, dass man gute Zähne hat. Mhm. Es gibt ja Leute, die haben fast gar keine Zähne. Das heißt, das geht unverdaut in den Körper und dann kann der Körper auch gar nichts mit anfangen. Also es sind eigentlich sehr viele verschiedene Faktoren, die man gar nicht auf den ersten Blick so zusammendrehen würde, die damit hineinspielen. Und was noch ganz wesentlich ist, wir haben durch das große Angebot heutzutage eine ganz große Auswahl, was wir alles zu einem Essen essen können, aber das tut uns nicht gut, sondern eine Heilung für unser Körper, wenn er krank ist, auch wenn er gesund ist, erhält es ihn, dass man bei 3, höchstens 4 Sachen bleibt. Aber der eine isst keine Nudeln, da stehen dann Kartoffeln und weil wir so wunderfitzig sind, will man dann doch von jedem was nehmen und dann ist plötzlich ein Berg zusammen. Also dieses Verfänglichste ist das Potluck. Das ist also für den Körper gerade das Chaos. Solche Buffets sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was gut ist. Also eigentlich sind es einfache Dinge wie Ordnung, Geduld und sich beschränken. Und fällt uns heutzutage relativ schwer, nicht wahr? Ich habe ein schönes, goldiges Zitat gelesen, was ich mir hinter meine Ohren geschrieben habe. Und ich muss sagen, es geht mir besser, wenn ich an das Zitat denke, dass die Engel Gottes die Anweisung haben, wenn Menschen in Unordnung leben, dass sie gehen müssen. Also Gott ist in guter Ordnung und er möchte gerne haben, dass wir in Ordnung leben. Ja, es gibt ein ähnliches Zitat, dass die Engel uns am meisten segnen können, je mehr wir in Ordnung leben, nicht wahr? Weil sie mit Ordnung halt am besten umgehen können. Nicht wahr? Sie arbeiten selbst organisiert und geordnet. Und, wenn man jetzt in Unordnung leben würde, kann man nicht von heute auf morgen alles ändern. Aber man kann sich einen Plan erstellen, dass man Zimmer für Zimmer oder Schrank für Schrank einfach das löst. Und es ist erstaunlich, wie schnell wieder Unordnung kommen kann. Also das heißt, wenn man diese negative Art, immer ständig was liegen zu lassen hat, dann muss man schon sehr viel
Wille einsetzen, dass man vorwärts kommt, dass man nicht das irgendwo hinstellt, sondern dass man es an den Platz stellt. Ja. Ich meine, manche Frauen sind so gut, die gehen ihren Männern hinterher, aber es wäre besser, die Männer würden das selber machen. Dann ging es ihnen besser und der Frau auch. So, dann bin ich gespannt, wie viele von unseren Zuschauern das jetzt bejahen werden. Wunderbar. Was gibt es sonst noch an Dingen, die du sagst, die sehr wichtig sind für so Grundlagen dieser Ernährungsweise? Also wenn man diese Umstellung macht mit diesen Ratschlägen, die ich jetzt weitergegeben habe, dann ist schon nach 14 Tagen, schon nach einer Woche sind die ersten Ergebnisse da, dass der Körper redet, also mir geht es schon viel besser. Okay. Und das gibt dann auch den Erfolg, dass man gerne so bleiben möchte, weil man ja sich wohlfühlen möchte. Das sind ja gute Nachrichten eigentlich. Man kann relativ, der Körper ist relativ widerstandsfähig, er hält viel aus und selbst wenn er krank ist, kann er relativ schnell auch sich wieder oft regenerieren und besser werden. Ja. Was die Heilung auch wunderbar unterstützt, das sind Kalt- und Warmwasseranwendungen, Krankgymnastik für die Lendenwirbel. Dann muss eine ganzheitliche Änderung stattfinden. Das heißt, wir müssen uns genügend der Sonne aussetzen. Mhm. Wir müssen nachts unseren Schlaf haben. Wir brauchen gute Beziehungen, nicht nur zu Gott, sondern auch zu Mitmenschen. Und vor allen Dingen, wenn man sich zurücklernt, zurücknehme, dann hat man die Möglichkeit, dass unsere Welt größer wird. Man kann manchen Menschen nicht helfen, weil sie so absolut von ihrer Vision gepackt sind, dass sie nichts lassen. Aber ich habe einen schönen Satz und der heißt, die Struktur, die Persönlichkeit des Patienten ist wichtiger für den Verlauf einer Krankheit des weiteren Lebens als die Krankheit selber. Hm. Also wir haben das mehr oder weniger in der Hand, ob wir krank werden oder nicht. Es ist interessant, dass wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurückkommen, dass es eine ganzheitliche Sache ist, dass man es nicht nur einfach an dem einen Gluten, dem einen Inhaltsstoff festmachen kann, sondern dass viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja, und vor allen Dingen, echte Liebe ist nicht auf mich fokussiert, sondern sie ist fokussiert, wie es dem anderen geht. Und in dem Moment, wenn ich mich auf den anderen konzentriere, dann bin ich gar nicht so viel beschäftigt mit mir. Und vor allen Dingen kann der Körper dann oft schneller heilen, als wenn ich ständig mit mir beschäftigt bin. Was muss ich und was kann ich und was soll ich? Und dann, ja. Und viele Krankheiten, ihr könnt es gerne beobachten, kommen dadurch, dass man ständig nach die Flöhe husten hört. Mhm. Das heißt, man sucht Symptome sofort zu analysieren und wird dann dabei immer kränker. Ja, ja. Und da kann man in dem Moment, wenn wir die echte Liebe, die Gott uns schenkt, auch weitergeben, dass wir dem anderen dienen und für ihn da sein, dann wären wir dabei krank, also gesund. Ja. Mir fällt ein Zitat dann dazu, dass viele Krankheiten nur in der Vorstellungskraft existieren. Ich meine, das ist genau der Punkt. Ja. Und 95% aller Krankheiten sind psychisch bedingt. Hm. Und gerade was psychische Krankheiten angeht, kann man mit glutenfreier Kost einiges zum Leben bringen. Okay. Also wir haben einen Bekannten und den haben wir mit glutenfrei, mit unter anderem Selbstlosigkeit und glutenfrei begleitet und er ist gesund geworden. Super. Ja. Du hast uns einige Bücher mitgebracht, wolltest du zu denen noch was erzählen? Ja, hier habe ich ein goldiges Buch in die Hand bekommen, das heißt die Predigt unseres Körpers. Und es ist so goldig, dass der Körper mit uns reden will, aber wir haben die Ohren nicht dazu. Das heißt, Blähungen ist zum Beispiel eine Sprache, eine Predigt. Ja? Oder ein schlechter Schlaf ist eine Predigt. Oder Nervosität ist eine Sprache. Und wenn wir lernen, auf unseren Körper zu hören, dann können wir, bevor wir zum Arzt gehen, kann man das schon beheben. Und ich habe früher einen Naturkostladen gehabt und bevor die Menschen zum Arzt gegangen sind, sind sie manchmal zuerst zu mir gekommen, weil sie wussten, dass das, was ich sage, meistens zutrifft. Okay. Und es ist meistens einfach natürlicher, Naturgesetze zu beachten und nicht einfach nur eine Kopfwehtablette zu uns nehmen. Ja. Dieses Buch heißt Schmerzen lindern durch richtige Ernährung. Dieser Dr. Matt Neil Barnhart hat jetzt sehr schöne YouTube-Filme im Internet und er heilt fettfrei und laktosefrei, ja, also tierisch eiweißfrei und wenn man die Rezepte hinten anguckt, auch meistens glutenfrei. Oh ja. Und nach, wenn man das konsequent 3 Wochen macht, er sagt nicht immer, sondern 3, da kann man also ganz tolle Ergebnisse machen. Mhm. Also sogar, wenn es ein Typ 2 ist, Diabetes verlieren.
Oh, tatsächlich. Ja. Dann habe ich ein anderes Buch, das gefällt mir auch so gut, vom Titel Die Krankheit, dein Freund. Und ich fand hier einen Satz heute Morgen, den ich noch gelesen habe, sehr wertvoll. Und noch ein Grund ist es, weshalb wir zu unseren Kranken sprechen. Als Arzt sagt er das. Wir stehen heute gar nicht mehr auf dem Standpunkt, dass allein wir mit unserer Kunst heilen können, sondern heilen muss sich der Kranke letztendlich selber. Und alles, was ein guter Arzt kann, ist, ihm den richtigen Weg dieser Heilung zu zeigen. Wir brauchen seine Mitarbeit, also den Patienten, um ihm wirklich helfen zu können. Ja. Und hier habe ich das Buch von Dr. Schnitzer und er schreibt, wie Leute, die ihre fertigen Mehle, Maismehl spricht er hier an, auf selber geschrotet, frisch geschrotet, umgestellt haben, haben manche schon ihre Zöliakie verloren, weil Zöliakie ist einfach eine Zivilisationserkrankung. Natürlich haben Kinder das schon angeboren, das ist also der Fehler von Vorvätern. Vererbt sich dann sozusagen. Ja. Und das wollte ich einfach zu dem Thema. Ja, aber hier drin ist noch eine schöne Geschichte und zwar von einem Arzt, der eine Untersuchung gemacht hat mit Katzen. Und diese Katzen wurden ernährt mit Krankenhauskost. Und diese Also regulärer Kost, die so im Krankenhaus gibt. Und die Konsequenz war, dass also diese Katzen krank geworden sind. Die waren vorher gesund? Ja, richtig. Okay. Krank geworden sind und spätestens in der zweiten und dritten Generation zeugungsunfähig wurden. Nein, tatsächlich. Ja. Und dann sind sie hingegangen und haben an den anderen Teil der Katzen haben sie rohe Nahrung gegeben und die blieben fit und zeugungsfähig und alles. Und dann ist man hingegangen. Also die Katzen haben dann auch von der Krankenhauskost Haarausfall bekommen, Zahnfleischentzündung, Zahnzerfall, Kieferdeformationen, heute an der Tagesordnung, Depressionen, Herz-Lungen-Nierenerkrankungen und so weiter. Und man hat dann diese kranken Katzen, hat man dann wieder auf Rohkost umgestellt und es hat 4 Generationen gebraucht, bis die wieder einigermaßen sich erholt hatten. Aber der erste Punkt, der sich am schnellsten regeneriert hat, war der Zahnzerfall. Ah ja. Ja. Das fand ich auch ganz gut. Dann habe ich so ein kleines Büchle, das heißt Der fröhliche Nichtraucher. Und hier wird einfach um die Einstellung des Menschen geworben, ein Problem fröhlich anzupacken. Hm. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass er sagt, selbst wenn ich ungläubig bin, aber ich komme schneller mit meinem Problem zu Wege, wenn ich anfange zu beten. Hm. Und er sagt sogar, nicht nur einfach beten, sondern sich auch in Demut vor Gott zu beugen, weil es dadurch Gott gegenüber eine Einstellung zeigt, dass er wirklich dieses Gebet erhören kann, dass er wirklich der Gott ist. Und hier in diesem Buch, was ja teuer nur noch zu erwerben ist, ist vom Professor Wendt, Gesund werden durch Abbau von Eiweißüberschüssen, wie wichtig es ist, dass wir nicht mehr wie 2 oder 3 Mahlzeiten haben. Ja. Also wenn wir den Körper immer wieder zum Hungern bringen, also so ein Hungergefühl ist was ganz Gesundes, dann kann der Körper besser entgiften und entschlacken und kann viel zeitlebiger sein. Und hier, dieses Buch habe ich mitgebracht, das ist ein sehr schönes Buch, aber man kann aus Rohkost auch ein Gourmet-Essen machen. Das heißt, die gesündeste Nahrung kann eigentlich auch so eine Art Götzendienst werden. Und von dem möchte ich eigentlich heute keinen Gebrauch machen, sondern was mir darum gelegen ist, euch so einfach wie möglich Tipps zu geben, dass der Alltag unserem anderen Probleme und Herausforderungen gewidmet sein kann und nicht ständig nur, wie gut und wie noch besser es essen wird. Ja, man kann das auch übertreiben dann sozusagen. Ja. Das ist, und das letzte Buch, was ich habe, das ist natürlich Gesund. Hier werden alle 8 Komponenten der Naturgesetze vorgestellt. Ernährung, Mäßigkeit, Drogen und so weiter und Bewegung, wie man ausgeglichen leben kann. Also ich kann nur sagen, das ist eins vom Feinsten. Vielleicht können wir dazu gleich erwähnen, dass wir auf Juul Media auch Vorträge haben zu dem Thema, unter anderem mit dir, zu verschiedenen Gesundheitsprinzipien, auch von anderen Sprechern und Sprecherinnen. Da kann sich auch dann der
ja, Videozuschauer weiter informieren. So, jetzt habe ich noch 3 Minuten. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. Wichtig ist für mich bei jeder Erkrankung, aber hauptsächlich bei glutenfrei auf jeden Fall, dass wir die Zusatzstoffe und die Haltbarkeitsstoffe und was auch immer, wie sie sich nennen, dass man die außen vor lässt. Dass man die eliminiert. Ja, richtig. Und vor allen Dingen keinen Zucker verwenden. Das wäre also Gift für den Darm, weil man keine Darmflora aufbauen kann. Was ich nicht wusste, ist, dass der größte Killer unseres Blutes ist der Zucker. Also der weiße raffinierte Zucker oder allgemein Zucker? Zucker. Einfach dieser raffinierte Zucker. Ja, genau. Und die beste Heilfaktor vom Blut ist rote Beete. Ja, richtig. Also man sollte von einem... Das gut vorstellen mit dem Roten. Ja, richtig. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Nussmus hat, da kann man ganz schnell das verrühren mit einem Dattelsirup und man hat ein wunderbarer Brotaufstrich ohne Zusätze, ohne Haltbarkeit und weiß ich was alles. Dann habe ich hier ein Glas Reismehl mitgebracht. Das habe ich bei mir immer in meiner Küche stehen. Damit kann man jede Soße binden. Handvoll Cashewnüsse, Handvoll Reismehl, eine Mohrrübe, bisschen Salz und Bouillon und ihr habt die leckerste Soße. Mhm. Jetzt. Das ist Buchweizenmehl. Wer will, kann auch Buchweizenmehl nehmen. Bloß das Reismehl gefällt mir besser von der Farbe. Okay. Also ein bisschen kommt es dann doch darauf an, wie es aussieht. So, jetzt habe ich was Neues entdeckt. Und das sind Maulbeeren. Die sind sehr gesund. Und das sind das die vom Maulbeerbaum? Ja, richtig. Richtig. Da gibt es auch ein Bibelfest dazu. Ja, richtig. Und Maulbeeren habe ich jetzt für mich entdeckt, dass man die wunderbar anstelle von Granola verwenden kann. Also Granola ist ja immer mit Zucker und Aufwand verbunden. Und wenn man solche Maulbeeren sich übers Müsli noch hat, ist das ähnlich wie Granola. Dann ist ein Argument, was immer wieder angeführt wird bei dem Umstellen der Preis und es kostet und ich habe kein Geld. Mhm. Man kann also Nüsse immer ersetzen mit Sonnenblumen. Okay. Ich würde empfehlen, 50-50 zu machen, weil die Sonnenblume hinterlässt immer so ein bisschen Grauschimmer. Und wenn man das dann mischt, dann ist es nicht ganz so krass. Ja, ja. Gut, ein guter Eiweißspender, wenn man jetzt... Für viele die Welt zusammenbricht, keine tierischen Produkte zu haben. Wir werden heute eine Suppe aus schwarzen Augenbohnen zu haben. Augenbohnen? Mhm, okay. Sind sehr gut für den Kopf. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, alle Milchprodukte mit Hülsenfrüchte zu ersetzen. Ja. Was auch sehr wertvoll ist, wenn es mal schnell gehen soll im Vorrat, das ist einfach eine Kokosmilch, aber darauf achten, das ist die Kokosmilch, die keine Zusätze hat. Und dann muss ich euch noch was sagen, dass ich das nicht vergesse. Ich habe jahrelang habe ich Karobmelasse gekauft und da stand drauf Karob und Wasser. Irgendwann hat es mich gepfupfert, dieses Produkt im Internet zu suchen. Und was sehe ich? Da ist Zucker drin, Glukosesirup drin, da sind Zusätze drin. Ohne dass es ausgezeichnet worden ist. Ohne dass es ausgezeichnet ist. Also man kann auf die Auszeichnung alleine nicht immer achten. Aber wir haben so mit der Zeit tut der Körper sich ein gewisser Instinkt aneignen und dann kann man schon manchmal schon Lunde riechen. Okay. Eine andere Möglichkeit, schnell agieren zu können, ist, wenn man sich einmal oder in 2 Wochen einmal die Mühe macht. Da haben wir das Rezept nachher, aber ich habe es jetzt in dem Zusammenhang mit hierher gebracht. Einfach Reis aufzukochen mit Wasser. Ihr könnt nachher das Rezept bekommen. Und dann kann man, das gibt einen Brotaufstrich, das gibt einen Quarkersatz, das gibt einen Butterersatz, das gibt einen Milchersatz, je nachdem, wie für welchen Zweck das man braucht. Bei mir muss immer alles schnell gehen und sehr rationell. Und vor allen Dingen, das kostet ein paar Pfennige. Und das ist auch nicht teuer. Eine andere Möglichkeit, die ich noch ansprechen möchte. Heute Morgen habe ich für mein Enkelkind eine Freude gemacht. Und zwar Datteln eingeweicht. Und als die eingeweicht waren, mit frischen Himbeeren gemixt. Das ist die beste Marmelade, ohne gekocht und ohne, dass man Zusätze und Zitronensäure und was auch immer drin ist. Hier habe ich noch das Kichererbsenmehl mitgebracht. Man kann also nur mit Kichererbsenmehl Pfannkuchen machen und alles Mögliche und Tofu machen. Und es geht ganz schnell. Wichtig ist nur, dass man beachtet, nicht zu viel Wasser reinzumachen. Sonst wird man den Klumpen, die es gibt, nicht mehr her. Sondern erstmal langsam und dann geht es unkompliziert und schnell. Und hier haben wir den Chiasamen. Den kann man verwenden.
Chiasamen, ja. Den kann man jetzt, den habe ich im Dessert gemacht über die Silvestertage. Einfach Kokosmilch mit Chiasamen einweichen und es dickt und dann ein Obst dazu und das schmeckt ganz köstlich. Was immer gut schmeckt, ist gemahlene Vanille zum Abschmecken oder etwas Zitronenschale oder Zitronensaft. Also im Grunde genommen muss ich einfach nur ein bisschen mit den Grundmitteln beschäftigen, was es so gibt und kann dann vieles einfach ganz ohne Probleme ersetzen. Ja, und ich möchte einfach noch eine schöne Erfahrung erzählen. Und zwar, da hat ein Ehepaar, die haben zwar recht und schlecht gläubig gelebt, aber sie kamen nicht so gut miteinander zurecht. Und eines Abends kam der Mann auf die Idee, morgen ist Sonntag. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, du bist so groß, du kannst mir morgen eine neue Frau geben. Und ich wünsche mir, morgen will ich eine neue Frau, die nicht mehr schimpft und nicht mehr mit mir meckert. Und dann ist er ganz ruhig ins Bett gegangen und am anderen Morgen hat er seinen Kaffeetisch gedeckt bekommen und es war alles anders. Und er hat sich ganz viel Mühe gemacht, um keinen Reiz auszulösen, was negativ ist. Und dann gingen sie zum Gottesdienst und normalerweise wollte sie rechts rum und er wollte links. Und er hat dann gesagt, nein, heute gehen wir rechts rum. Und sie sagte, nein, heute gehen wir links. Und auf jeden Fall haben sie nie mehr Streit gehabt. Und dann hat das, als er gestorben war, der Sohn die Auflösung von seinem Vater gemacht und fand einen Brief an den lieben Gott, den er geschrieben hat. Und hat sich bedankt, dass er ihm eine neue Frau gegeben hat. Und die Frau hat noch gelebt. Und dann gibt der Sohn seiner Mutter diesen Brief, dann fängt sie an zu weinen und sagt sie, in der Nacht habe ich das gleiche Gebet gesprochen. Schön. Das heißt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist wunderbar. Der Weg ist Jesus, sagt die Bibel nicht, ja? Ja. Gut, dann haben wir hier ein paar einführende Worte gehabt und werden jetzt kurz umbauen und dann mit den Rezepten weitermachen. So, jetzt wollen wir zu den Rezepten kommen und das sieht schon ganz gut aus, was du hier in der Hand hältst. Was machen wir als erstes? Ich wollte euch das einfach zeigen, wie viel Mühe und wie viel Liebe die Küche sich gemacht hat, diese Rohkost. Ah. Und der Rohkost muss immer so schön sein, dass nichts anderes besser ist wie das. Okay. Und das ist schon sozusagen unser erstes Gericht, ja? Ja, richtig. So. Wunderbar. Jetzt haben wir als erstes Gericht den Selleriebraten. Einen Selleriebraten. Ja, hier habe ich meine Zwiebeln drin. Ja. Hier gebe ich meine Sellerie, mein Geraspelter dazu. So. Jetzt habe ich hier glutenfreies Brot. Das hast du schon vorgebacken. Ja, das werde ich jetzt in meinen Thermomix geben. Das ist eines meiner Lieblingsrezepte geworden, was ich nachher noch gesondert vorstellen möchte. Das Brot selbst meinst du? Ja, dann kommt eine Knoblauchzehe rein in diesen Auflauf, den mache ich mit zum Brot dazu. Man kann das Brot nicht nur am Abendbrot zum Brot essen nehmen, sondern auch dann am Sonntag zum Braten. Ja, richtig. Okay. Jetzt müssen wir mal so kurz mixen. Wunderbar. Geben wir das hier rein. Dann kommt Sojamilch rein. Hier habe ich 250 Milliliter Sojamilch. Dann habe ich hier Nüsse. Ich habe das zu Hause schon alles vor. Was für Nüsse hast du genommen? Walnüsse. Ja, aber ist ja im Prinzip auch egal, oder? Mein Mann hätte es schön selber geknackt. Oh. Hier haben wir Leinsamen. So. Dann haben wir hier Haferflocken. Wenn man also Glutenunverträglichkeit hat, sollte man darauf sehr problematisch, also sehr, sehr intensiv, dann sollte man nur solche Haferflocken kaufen, wo auf der Packung glutenfrei steht. Okay, das wird ja heute oft schon ausgezeichnet, auch ja, weil viele Leute das Problem haben. So, dann kommt ein Teelöffel Salz rein. Das ist ein ganz leckeres Rezept. So. Wir freuen uns schon auf die Verkostung. Jetzt wird das Ganze untereinander gemacht. So. Was isst man dann zum Braten dazu? Was hast du dazu überlegt? Also im Grunde genommen kann man Gemüse dazu essen, man kann aber auch eine Rohkost essen. Okay.
Die Deutschen würden wahrscheinlich, die Schwaben würden Nudeln dazu machen und die Norddeutschen würden Kartoffeln machen. Genau. Aber wenn man unkompliziert und einfach essen will, dann würde das vollwertig sein. Reicht schon aus, okay. Etwas mehr braten dann. Ja. Ich gebe das jetzt in die Küche, das kommt jetzt in eine Kastenform und wird gebacken, bestimmt fertig. Also das war der Braten? Ja. Was kommt jetzt? Das nächste sind die Hirsefrikadellen. Hirsefrikadellen? Ja. Und das ist ein ganz einfaches Rezept. Und zwar wird einfach die Hirse, die habe ich gewaschen, kochend, weil in dem Moment, wenn man das kochend wäscht, dann verliert die Hirse ihr strenges Aroma. Okay. Und jetzt kommt hier, die ist das kochende Wasser, das ich hier in der Hand trübe. Und dann kommt, das wird jetzt 45 Minuten gekocht. Und dann kommen Nüsse dazu, Zwiebelpulver, Salz und Streuwürze. Wird vermischt und kommt als Frikadellen auf ein Blech. Jetzt geben wir es der Küche. So werden, ich habe noch zwei Rezepte, die mit Hirse sind. Immer erst die Hirse kochend waschen und dann in den Topf und kochendes Wasser drüber und quelle. So ist das die beste Art. Bitteschön. Wir haben übrigens auch einen ganzen Kochkurs-Serum über Hirse. Ja, wer da sich noch weiter informieren möchte, in unserem Archiv. Das nächste, was wir machen, ist ein Hirseauflauf. Also noch eine Hirse? Ja, richtig. Ja, Hirse ist von der Farbe unheimlich schön. Ja. Gelb, also das freundliche Farbe und auch appetitlich jetzt. Wir haben, hier habe ich das gestern Abend vorbereitet. Da habe ich die Hirse mit Möhren gekocht. Aufgekocht und quellen lassen eine halbe Stunde. Dann habe ich das über Nacht in die Auflaufform gemacht und heute Morgen im Rezept steht Lauch, aber ich habe keinen Lauch gehabt. Dann habe ich Paprika genommen, habe ich das Gemüse untergezogen und jetzt kommt ein Cashewnussguss drüber und zum Schluss, dann zeige ich Ihnen das, da kommt Cornflakes drüber. Cornflakes? Cornflakes gibt eine richtig schöne Kruste. Gut, jetzt machen wir den Guss. Okay. Und zwar haben wir hier die Cashewnüsse. Sei angemerkt, für alle, die jetzt hier das nicht sehen, dass bei all deinen Rezepten immer eine Bewertung steht. Die wechselt zwischen sehr lecker und ein Genuss. Und der Schwierigkeitsgrad ist auch immer angegeben. Und in den meisten Fällen ist der Schwierigkeitsgrad idiotensicher. So steht es hier. Bei genau. Das ist sogar ich machen könnte. Ja. Und zwar mache ich Folgendes. Wir haben jetzt hier die Cashewnüsse drinnen. Hier habe ich die Sojamilch. Und wenn man etwas schnell cremig machen möchte, dann darf man nicht zu viel Flüssigkeit in den Mixer bringen. Die Knoblauchzehen kommen auch rein. Dann wird es todsicher cremig. So, jetzt machen wir nur die Hälfte. Dann haben wir in den Guss noch Zitronensaft. Ich schneide nicht dabei. Dann kommt dazu Paprikapulver und zarte Streuwürze. Dann haben wir 2 Esslöffel Hefeflocken. Die einfach auch den Geschmack ein bisschen verstärken dann, ne? Zitrone. So. Dann habe ich jetzt Salz drin? Habe ich Salz rein? Ich glaube ja. Fragen wir mal unsere Puppe. Ist schon Salz drin gewesen? Okay, wir haben eine Stimme. Machen wir eine Abstimmung. Wer hat gesagt, dass Salz? Den Guss haben wir jetzt fertig. Und der kommt jetzt drüber. So. Und jetzt kommt der Clou noch. Und zwar, hier haben wir die Sojamilch. Also ich habe hier 2 Esslöffel Olivenöl. Hier habe ich 80 Milliliter Sojamilch und jetzt kommt ein bisschen Salz noch dran. So.
Und jetzt kommen die Cornflakes dazu. Und es wird gemischt. Und nach der Mischung kommt es oben drauf. Kommt es oben drauf und wird gebacken, gell? Es gibt richtig schöne, leckere Kruste. Da sieht man auch, wie vielfältig Cornflakes sein können, nicht wahr? Jenseits des morgendlichen Frühstücks. So. Das ist jetzt auch ein vollständiges Essen. Und da kann man dann einfach Salat im Voraus essen. Mhm. Und vor allen Dingen kann man dieses Essen auch einen Tag vorher schon vorbereiten. Gehen wir erst zu den Buchweizenwaffeln. Ja. So. Hier haben wir Buchweizen. Mhm. Ich habe die doppelte Menge. Ich habe gedacht, wenn wir viele Leute sind, freut man sich, wenn es genug ist. Das ist so simpel. Jetzt mache ich einen Teelöffel Salz rein. Und jetzt kommt einfach nur 700 Milliliter Sprudelwasser, das heißt eine ganze Flasche. Und das ist alles. Und dann hat man schon den Waffelteig. Ja. Okay. Das wird richtig gut. Also, ihr seht, warum es heißt hier Schwierigkeitsgrad, idiotensicher. Ja, ich finde, Gott hätte es so einfach gemacht. Und wir haben das Einfache einfach verlernt. Und das macht das uns einfach krank. Einfach zu verlernen ist auch interessant. Ja. 400 Gramm also insgesamt, also die doppelte Menge vom Rezept. Also im Rezept stehen 200 Gramm gemahlen. Und da ich heute mit esse, machen wir 400 Gramm. Jetzt machen wir Buchweizenbrot. Das ist das Brot, das du auch vorhin in den Braten reingetan hast? Richtig. Gemerkt. Ja. Und zwar haben wir hier, und zwar haben wir jetzt erst folgenden Part. Hier habe ich Chiasamen mitgebracht und Leinsamen mitgebracht. So, das wird im Mixer gemixt. So. Dann haben wir, es geht ganz schnell. Hier haben wir Chiasamen und Leinsamen. So. Das ist jetzt Flohsamen. Ja. Okay. Flohsamen kommt 2 Esslöffel rein. So. Dann haben wir einen halben Liter Wasser. Kalt. Ich will genau wissen, wie, nicht? Ja? Hier haben wir 2 Esslöffel Honig, kommt rein. So. Und dann gleich nochmal einen halben Liter. So, ich gebe das jetzt dazu. Wenn ich das bei mir zu Hause mache, habe ich mir jetzt angewöhnt, dann kommt die Hefe noch gleich mit dazu. Die habe ich hier. Aber weil ich jetzt heute auf Reisen bin, ist das schlecht. Okay. Also zu diesem Eingeweiht und es bleibt dann 2 Stunden stehen, ja? Ja. Und nach diesen 2 Stunden ist das mit der Hefe zusammen so ein richtigen. Alles hätte sich aufgesogen. Ausgedehnt. Und dann gibt man nochmal einen halben Liter Wasser dazu. So. Jetzt gehen wir davon aus, dass das 2 Stunden gestanden wäre. Okay. Und jetzt gebe ich Hirsemehl dazu. Das sind 225 Gramm. Und dann gebe ich Buchweizenmehl dazu, das ist 400 Gramm. So.
Und dann kommt Salz, ein Esslöffel dazu. So. Und wir sind ja gewöhnt, dass ein Brotteig fest geknetet wird, bis das richtig geht. Das braucht man nicht beim glutenfreien Brot. Wenn ich das jetzt verrühre, ich gebe jetzt die restliche Menge Wasser dazu. Wenn man das jetzt verrührt, dann ist das und alles, wie sagt man, die Flüssigkeit vom Mehl aufgezogen ist, dann kommt es in die Form. Und wird einfach dann. Und lässt es so eine halbe Stunde, das kommt drauf an, wie warm das Mehl ist. Wenn man sieht, dass das schön gegangen ist, kommt es in die Backform und nach halben Stunde, dreiviertel Stunde, kommt es bei 200 Grad eine Stunde in den Backofen. Und dann ist es. Das ist alles. Also, wenn das jetzt wie hier geknetet ist, ist es fertig. Wie ist es bei diesem Brot? Ist es ähnlich wie bei normalem Brot, dass man es trotzdem dann auch, nachdem es fertig ist, einfach das stehen lassen sollte? Oder kann man das gleich frisch essen? Nein, das ist etwa andere Bewandtnis. Also ich habe es jetzt umgedreht und jetzt ist es fertig. Jetzt kommt es in die Form, aber jetzt ist keine Hefe drin, weil wir jetzt das anders machen. Ich habe euch das fertige Brot mitgebracht, das zeige ich euch dann und das ist eigentlich alles. Die Hefe ist so, am ersten Tag, wenn das Brot gebacken ist, ist es nicht bekömmlich, weil der Alkohol, der ja erzeugt wird durch die Hefe, ist noch nicht abgebaut. Mhm. Und deshalb für empfindliche Menschen, die merken das, die kriegen Blähungen. Frisches Brot. Und für mich ist frisches Brot, wird keine Bremse mitgeliefert, da esse ich zu viel. Deshalb gibt es schon kein frisches Brot. Okay. Gut. So. Sieht das Brot dann aus? Richtig schön locker, gar nicht kompakt, das könnte man nicht glauben, weil kein Dinkel drin ist. Und wir werden das dann aufschneiden und verkosten. Also ein richtig leckeres und einfaches Brot. Und ich habe Wert gelegt, ich habe viele gute Rezepte von glutenfreiem Brot, aber das ist jetzt ein Brot, wo keine zubereitete Zutat ist, sondern alles frisch selber hergestellt ist. Wunderbar. Ja, gut, dann kommt das nächste Rezept. Und zwar haben wir jetzt die Zutaten vom Powermehl hier. Das sind Reismehl. Dann haben wir hier Kichererbsenmehl. Und wir haben hier Tapioca-Stärke. Tapioca-Stärke. Kannst du uns was darüber erzählen, was das ist? Weil das kenne ich nur wirklich nicht. Das ist Jamswurzel gemahlen, Maniok. Ah, okay. Also die Stärke ist das jetzt von Maniok. Okay. Und wenn man die drei Sachen mischt, mit Wasser oder Sojamilch und ein bisschen Salz, das gibt ganz tolle Pfannkuchen. Oder man macht es und dann, wenn man jetzt überhaupt nicht glutenfrei lebt, kann man das immer als Eiersatz auch nehmen. Okay, und dann verschiedene andere Rezepte dann einfügen. Ja, und ich liebe das, wenn ich so ein Glas habe, wo es vorbereitet ist, wo man das dann einfach nur zack nehmen muss. Wenn man jetzt anfangen müsste, das erstmal zu mischen, das würde viel zu umständlich sein. Gut, dann haben wir hier einen schönen Brotaufstrich, der ganz einfach geht. Und zwar den essen wir dann auf das Hirsebrot. Ja? Und zwar kommt das jetzt in den Mixer rein, die Reiswaffeln. Also meine Familie ist gewöhnt und ich bin es von Haus aus auch so gewöhnt. Gekaufte Brotaufstriche gibt es bei uns nicht, sondern immer selber gemachtes. Dann macht man das einfach hier rein in den Mixer. Und dann kommt hier dazu 200 Gramm Wasser. 200 Gramm Wasser. Und dann habe ich Tomatenmark, 50 Gramm. So. Dann haben wir hier einen Teelöffel Salz. Nicht zu viel, Teelöffel ist gut. Dann haben wir einen Teelöffel Chili. Also ich mache die Gewürze selber. Chili? Weil die sehr scharfen Gewürze,
und dazu gehört Chili-Gewürz, sind für den Magen ungesund. Ja. Es reizt die Nerven. Das heißt, also jeder, der eine Magenentzündung hat, weiß, dass er dran Chili essen darf. Also das ist aber jetzt ein gewöhnlicher Chili, den du dann selbst gemacht hast? Das ist ein selber gemachtes, also mit Basilikum und mit Paprikapulver, aber nicht so scharf ausgelegt jetzt. Okay. Dann kommt hier ein halber Teelöffel rein. Dann kommt ein bisschen Honig rein. So, ganz bisschen. So. Genau. Da hat man Geduld. Ja, gut. Dann haben wir noch ein kleines bisschen Olivenöl, gerade so ein guter Teelöffel. Leider ist Öl ein Geschmacksträger. Und dann tut es gut. Jetzt machen wir das erst ohne Wasser und dann mit Wasser. Hier kommt noch die Zwiebel dazu. So. So. Der Aufstrich ist fertig. Und der ist, der heißt Met, der okay. Aufstrich. Und ist ein richtig beliebter Aufstrich. Also nicht nur bei glutenfrei und nicht nur bei vegan, sondern bei allgemein, ja. Da kann man also auch Leute gewinnen, die von Vollwertkost nicht viel Freude haben oder kein Interesse haben. Keine Notwendigkeit sehen, ja, falls sie selbst der schmeckt sind. Richtig gut, ja. Dann habe ich ein anderes Rezept mitgebracht. Und zwar, das heißt Hirsebrei und Hirsebrot. Und zwar habe ich aus ganz einfachen Zutaten gekochte Hirse mit Sesammehl und Salz habe ich ein Brei gemacht und den isst man normalerweise zum Frühstück und der Rest, den kann man dann in Scheiben schneiden und zum Beispiel, wir machen noch eine Suppe, wir können den dann als Zutat einfach als Beilage. Okay. Manche kommen heim, ganz hungrig und schnell muss es gehen und dann kann man das, ich stürze das jetzt. So. Jetzt zeige ich Ihnen das gerade. Das ist hier. Okay. Und dann kann man, wenn man natürlich ganz pfiffig ist, dann kann man das auch noch panieren mit Hefeflocken. Ja. Oder man kann es einfach dazu essen. Oder man hat jetzt, das nächste Rezept ist die Bohnensuppe. Machen wir jetzt gleich dann. Ja, richtig. Dann kann man auch das in den Teller legen, kalt. Und die kochen das drüber und man hat perfektes Essen. Ja. Und zwar hier haben wir die schwarze Augenbohnensuppe. Schwarze Augen sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich würde sagen, so bekannt waren die jetzt nicht. Ja, aber die haben sehr wertvolle Zusätze und deshalb habe ich die gewählt. Und zwar sehen sie in roher Form so aus. Und mit diesem schwarzen Punkt, der. Ja, richtig. Die schwarzen Augen dann. Ja. Ich habe jetzt hier die schwarzen Augen eingeweicht und schon vorgekocht, dass wir hintereinander das machen können. Wie unterscheiden die sich geschmacklich von anderen Bohnen? Alles ähnlich. Alles ähnlich, okay. Alles ähnlich. Also. Nur die Farbe und die Machart. So. So, aber jetzt müssen wir die Gewürze dazugeben. Und zwar die Gewürze sind folgendermaßen. Einfach mal Salz. Das gibt einen großen Topf. Dann machen wir 2 bis 3 Teelöffel. Gehen wir auf 2,5. Sind wir auf der sicheren Seite. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Gewürz. Und zwar nehme ich jetzt wieder von diesem Chili, dem selber gemachten, 1 Teelöffel. So, und jetzt wird es umgerührt und das wird noch ein bisschen erwärmt, dass es kochend ist, aber die Suppe ist fertig. Theoretisch könnte man das jetzt essen, so wie es ist, aber wenn man es ganz heiß haben will, dann kann man es noch wärmer machen. Und das ist auch wieder ein Essen, was man 2 bis 3 Tage machen kann. Und das habe ich mir angewöhnt, wenn ich Essen für
zu viel habe, dann mache ich das von vornherein, wenn ich merke, dass man es auch nicht in zweimal schafft, von vornherein gleich in kleine Portionen, dass nicht ständig das geöffnet werden muss. Ja, denn wenn ich eine Dose kaufe oder was aus dem Kühlregal im Laden kaufe, dann ist das ja auch nicht gerade heute gemacht und dann liegt es ja auch. Also das heißt, wenn ich das luftdicht verschließe, dann ist das von der Zeit haltbarer. So, und so sieht die auf. Und wenn ich jetzt eine andere Variante möchte, der einer cremig haben möchte, dann geht man kurz mit dem Zauberstab rein und dann ist eine gebundene Suppe. Ja. So einfach. Gut. Das Rezept kann man runterladen auf der Homepage von der Reissahne, wie man die herstellt. Also werden auf Juhl Media dann wieder unter dem Video all die Rezepte mit der Bewertung und dem Schwierigkeitsgrad, wie schon angedeutet, dann veröffentlicht. Da kann dann jeder das nochmal dann auch nachlesen und nachkochen. Von meiner Seite wäre es das jetzt. Wunderbar. Wir können das jetzt probieren. Und ich würde sagen, man kann fast alles austauschen. Wenn ich jetzt also im Rezept Möhren habe und ich habe keine Möhren, dann kann ich Paprika nehmen oder ich kann was anderes. Und damit habe ich eigentlich ein ganz kreatives Essen. Genau. Also ich muss, wenn ich jetzt keine schwarzen Augenbohnen finde, trotzdem nicht auf die Bohnensuppe verzichten. Das kann man auch mit anderen Bohnen machen zum Beispiel. Was sich heute auch eingebürgert hat, vielleicht ein Satz dazu. Man sollte nicht Obst und Gemüse mischen. Ja. Sondern Austausch dann innerhalb des Gemüses oder innerhalb des Obstes. Obwohl das ja manchmal gar nicht so einfach ist, was jetzt eigentlich Obst und was Gemüse ist, nicht wahr? Ja, aber das ist wieder eine extra Debatte dann für sich. Genau. Aber ich denke mal, der große Trend ist zu zeigen, wo es hingeht. Ja, absolut. Dann danken wir dir, dass du uns das gezeigt hast. Freuen uns schon auf das Essen. Und da ist immer der Vorteil, wenn man hier vor Ort ist, dann kann man es auch wirklich essen. Also alle, die jetzt das nur anschauen, die müssen wir tatsächlich auf die Rezepte vertrösten, das dann selbst nachzukochen und nachzumachen und dann auch selbst zu verkosten. In dem Sinne verabschieden wir uns hier und wir werden uns dann gleich in wenigen Minuten hier uns zum Verkosten treffen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Seruim Kochkurs.